Virginia hatte große Freude an gewöhnlichen Dingen wie Essen, Spazieren gehen, Einkaufen, Buhl spielen, Lesen. Sie mochte alle Arten alltäglicher Menschen und kam gut mit ihnen aus, sobald sie sich gut kannten. Fremden gegenüber zeigte sie eine merkwürdige Schüchternheit, die sich oft auf diese selbst übertrug. Im alltäglichen Leben und im Umgang mit anderen sprach, dachte und handelte sie im Großen und Ganzen genauso wie diese, obwohl sie seltsamerweise etwas umgab, eine unbestimmte Aura, die sie in den Augen gewöhnlicher Menschen oft sonderbar erscheinen ließ. Virginia war für jeden Geschmack eine sehr schöne Frau. Dazu hatte sie einen Sinn für hübsche, wenn auch ausgefallene Kleider. Und doch muss in ihrer Erscheinung etwas gewesen sein, das den meisten auf der Straße sonderbar und lächerlich vorkam. Auch hing es wohl damit zusammen, dass etwas Sonderbares und Beunruhigendes und damit für viele Menschen Lächerliches in ihrer Erscheinung lag. In der Art, wie sie ging, wenn sie etwas schleppend im Schatten eines Traums die Straße entlang lief. Sie hatte eine nahezu krankhafte Angst davor, angeschaut zu werden. Und noch mehr davor, fotografiert zu werden. Bei einer Unterhaltung hob sie von einem Augenblick zum anderen plötzlich ab. Sie war ein ungewöhnlich amüsanter Gesprächspartner, denn sie hatte einen schnellen und intelligenten, geistreichen und humorvollen Kopf, war angemessen ernsthaft oder frivol, je nachdem. Wenn sie zu einer dieser Fantasien abhob, spürte man, dass es so etwas wie Inspiration war, bei der die Gedanken und Bilder hervorsprudelten, ohne dass sie sie bewusst steuerte oder kontrollierte, wie sie es sonst in einer Unterhaltung tat. In dem Bericht über die Niederschrift der letzten Seite von Die Wellen aus ihrem Tagebuch erkannte ich den geistigen Prozess. Samstag, den 7. Februar. Ich schrieb die Worte tot. Vor 15 Minuten, nachdem ich die letzten 10 Seiten mit einigen Augenblicken solcher Intensität und solchen Rausches abgespult habe, dass ich hinter meiner eigenen Stimme herzustolpern schien oder hinter einer Art Sprecher, als wäre ich geisteskrank. Fast bekam ich Angst, weil ich mich an die Stimmen erinnerte, die mir vorauszufliegen pflegten.